Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute mal ein kleines. Oh, ups, was sieht man dann da? Meine 900 MB Leitung. No flex an der Stelle. Nein, das heißt, wenn es mal wieder einen Livestream gibt, wird das wahrscheinlich bessere Qualität haben, weil wir haben eine neue Leitung bekommen, sage ich mal so. Heute gibt es wieder mal ein Video, was nicht so aufwendig ist, wie halt letzte Woche auch schon. Willkommen auf meinem Kanal. Diese Woche war sehr viel los. Aber jetzt habe ich erstmals die Möglichkeit, dass ich wirklich weiß, am Wochenende habe ich Zeit. Heute gibt es eine Story, die eigentlich nicht so witzig ist, weil Storytime habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar fand diese in Lyon statt, während unseres Sprachaufenthaltes 2019, das heißt in der dritten Klasse der Kantonsschule. Ja, das war im Mai 2019. Und zwar, ja, war es nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich eventuell von französischen Beamten mitgenommen worden wäre. Wir hatten damals eine Aufgabe, wir mussten ein Video über Lyon drehen und jeder hat ein Thema bekommen und wir hatten das Thema Wasser in Lyon. Und da habe ich ein Teilgebiet übernommen, das heißt, ich musste für 3 Minuten des Videomaterials sorgen zum Thema Mineralwasser. Und dort habe ich angefangen, Mineralwasser auf die Bestandteile zu analysieren und vor allem auch Preise zu vergleichen und gleichzeitig auch zu schauen, welches Mineralwasser wie oft in irgendwelchen Läden verkauft wird. Das heißt, welches Mineralwasser hat sozusagen welchen Marktanteil in Lyon. Wahnsinnig spannendes Thema. No. Und dann war ich halt vorher schon in ganz vielen kleineren Läden, wo es vielleicht so 2, 3 Marken hatte. Und dann habe ich bei Lyon den Carrefour entdeckt. Für die Leute, die das nicht kennen, ein Carrefour sieht halt so aus. Und normalerweise auch so, das ist ein Carrefour. Also ein ziemlich großer Laden. Nur mal so als Veranschaulichung. In einem Carrefour gibt man das Geld nicht dem Kassierer, weil die haben zu wenig Zeit dafür, sondern die geben einem quasi den Beleg. Und da muss man das ganze Geld in einen Automat nebendran reinschmeißen und bekommt dann das Rückgeld, weil die Kassierer einfach keine Zeit hätten, einem das Rückgeld herauszugeben. Dort hat es ungelogen gegen die 27 bis 30 verschiedenen Wassermarken. Dann natürlich das Paradies für mich und meine kleine Studie. Das heißt, ich ging da rein und habe angefangen, die Wassermarken zu vergleichen. Das heißt, ich war also mit meinem Handy, habe halt notiert, okay, diese Marke kostet so viel und so viel. Und ich war vorher noch nie in Lyon, das heißt, als ich irgendwann nach so 20 Minuten Aufenthalt im Laden wieder rausgehen wollte, bin ich aus Versehen beim Eingang raus. Und dann hat mich halt ein wahrscheinlich Ladendetektiv oder Beamter oder so abgefangen und hat gefragt, was ich hier mache. Wahrscheinlich haben die das halt auf der Überwachungskamera gesehen, was halt ziemlich komisch aussah. Und ich habe dann halt auf Französisch erklärt, dass ich an einem Schulprojekt bin und halt Mineralwassermarken und Mineralwasserpreise vergleichen muss, was der, glaube ich, irgendwie nicht so geglaubt hat. Dann ist mir ein Geistesblitz gekommen und leider kein positiver, weil mir ist eingefallen, dass ich schon mal in einem anderen Carrefour, so in einem kleineren, also nicht in dem großen, eine Dose gekauft habe, also eine Getränkedose. Ich hatte die sozusagen noch in meinem Rucksack drin und natürlich ohne Quittung. Ich hatte einfach nur wahnsinniges Glück, dass dieser Beamte dann direkt ein Telefon bekam und irgendwo anders hin musste, weil sonst wäre das Kritische rausgekommen. Auf jeden Fall, ich war ziemlich nervös und ich hatte ziemlich Panik und ich war einfach nur froh, dass ich dann raus war. Vielleicht habe ich sogar noch die Originalnachrichten, die ich damals versendet habe. Das stimmt, ich habe auch dazu auch noch Restaurants verglichen und bei Läden habe ich zwischen klein und groß unterschieden. Was ihr euch vorstellen könnt, das ist die Liste. Oh hier, 20. Mai 2019, Zitat. Wollte euch nur mitteilen, dass ich für meinen Teil heute die letzten Dreharbeiten gemacht habe und fast verhaftet wurde. Aber alles für einen guten Film, Verdacht auf Diebstahl. Bin im Carrefour gewesen und hatte halt dort die Videos gemacht und wurde nachher raus und ging bei dem Selbstscanning raus. Dann war dort so ein Ladendetektiv und da wollte meinen Rucksack dann durchsuchen. Das war ein den ich im Carrefour halt schon ein paar Tage zuvor gekauft hatte. Hatte ihn zum Glück nicht gefunden, sonst wäre ich jetzt in U-Haft. War so ein interessanter Tag. Und hier sogar noch mein handgeschriebener Text. Lyon, l'eau a une importance extraordinaire. La ville est traversée par deux fleuves. La Saône. Sprachen lernen. La Saône dans l'Ouest. La Rhône dans l'Est. Also auf jeden Fall, das war ein, ich sag mal, interessantes Projekt von verschiedenen Betrachtungsweisen her. Also Badois wurde insgesamt in kleinen Läden 5-mal verkauft.
Und zwar dort zu einem durchschnittlichen Preis von 1,65 Euro, aber der Durchschnitt insgesamt liegt bei 1,29 Euro pro Liter. Bei den großen Läden haben wir einen Durchschnitt von 51 Cent pro Liter. Am meisten verkauft dabei wurde Evian für 83 Cent pro Liter. Und in Restaurants wurde am meisten Nestle Pure Life verkauft, zwar für 2 Euro pro Liter. Das teuerste war Ferrarel bei 8,26 Euro pro Liter. Das Durchschnitt haben wir 4,57 Euro. Ich muss gar nicht mehr sagen, war nicht so ein aufwendiges Video, aber wer meinen Kanal abonniert hat, der weiß ja, was er zu erwarten hat. Nein, aber ich kann versprechen, ich habe ein krasses Video in Planung für nächste Woche, was viel Recherche brauchen wird, aber schon mal als kleiner Spoiler. Es hat mit Sport zu tun, also freut euch darauf, das wird wieder mal ein Blockbuster à la WeWorld TV. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video oder Livestream.